So, dala, hallo zusammen und herzlich willkommen zu Ghostwire Tokyo. Willkommen an alle, die jetzt live dabei sind hier auf Twitch. Willkommen an alle, die das auf YouTube sehen, wahrscheinlich mit Verspätung. Ich lade jetzt, ich habe so viele Streams. Also, ihr habt es jetzt, wenn ihr das hier seht, wahrscheinlich schon mitgekriegt, dann spreche ich von der Vergangenheit. Aber ich habe so viele Streams auf meiner Festplatte, die ich noch nicht auf meinem Let's Play-Kanal veröffentlicht habe. Jetzt wird's höchste Zeit. Jetzt kommt mal wieder ein riesen Dump an Material, das man dann nachholen kann. Aber das ist egal, jetzt spielen wir Ghostwire Tokyo. Ich habe netterweise, coolerweise von Bethesda ein Key bekommen. Deswegen kann ich das überhaupt jetzt schon spielen. Und ich spiele die PC-Version, nur zu eurer Info, damit ihr es wisst. Es ist eine Beta, also wenn es noch den einen oder anderen Bug gibt, wollen wir mal gnädig sein. Und ich habe es mal kurz gestartet, um zu testen, ob alles funktioniert. Schien super zu laufen. Und jetzt fangen wir von vorne an und ich bin quasi fast blind, gehe ich in das Ganze rein. Also wie gesagt, die ersten 10 Minuten oder so habe ich schon gespielt, aber ab dann bin ich genauso ahnungslos wie ihr. Oder vielleicht noch viel ahnungsloser. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Spiel schon kennt. Hi, Landsquid Birdrider Sister. So, dann kannst du nämlich auch gleich, gut, dass du da bist, dann kannst du gleich uns mitteilen, welche Synchronsprecher hier mitmachen. Weil ich habe alle Stimmen erkannt. Das sind alles bekannte Anime-Synchronsprecher, hundertprozentig. Aber, also alles ist gut. Ich glaube, man hört nur zwei, drei Leute reden. Aber ich habe sie nicht zuordnen können. Starten wir mal ein neues Spiel. Nehmen wir den Schwierigkeitsgrad normal, würde ich sagen. Ich schätze mal, das ist der gewollte Schwierigkeitsgrad. Für Spieler, die gern blitzschnelle Entscheidungen über Leben und Tod treffen. Nee, lieber nicht. Für Spieler, die ihren Fähigkeiten vertrauen. Nee, lieber nicht. Machen wir mal ein etwas mehr Spannung und Abenteuer auf ihren Reisen. Das ist gut. Ja, ich spiele wirklich immer gern den Schwierigkeitsgrad, der gedacht war fürs Spiel. Es gibt Spiele, die werden quasi auf einem hohen Schwierigkeitsgrad schon entwickelt und dann ist es auch wirklich das Ziel der Entwickler und Entwicklerin, das ganze Balancing ist darauf ausgelegt und ich finde, das merkt man meistens. Viele Spiele sind auf ihrem gewollten Schwierigkeitsgrad am besten. Aber, ja, gut, weiß ich nicht. Es gibt dann oft so diese super schweren Survival-Schwierigkeitsgrade, die nochmal extra gebalanced wurden. Das ist manchmal dann schon auch nochmal eine coole Erfahrung, aber nicht fürs erste Mal durchspielen. Deluxe-Paket, Vorbesteller-Paket, alle Pakete. Dankeschön nochmal an Bethesda für den Key. Hi, Löffelkreis. Der vielleicht. Ihr sagt mir, wenn was mit der Lautstärke blöd abgemischt ist, oder? Weil ich höre immer nicht, wie das im Stream dann zusammen klingt. Die Macht des Raytracing in den Pfützen. Da sieht man es schön. Ach, das ist ein Rückspiegel. Jetzt verstehe ich. Beim ersten Mal spielen dachte ich, da liegt ein Handy, das ihn filmt und war total verwirrt. Bleib lieber liegen. Wir rufen den Krankenwagen, ja. Geht's ihm gut? Es
sieht ziemlich übel aus. Ich hab hier null Empfang. Was zur Hölle? Ist wohl doch nicht was zum... Aufwachen, Kleiner. Ich brauche einen Körper. Und zwar jetzt. Wer redet da? Scheiße. Du willst es mir also schwer machen, was? Ich muss wohl deutlicher werden. Solange ich hier drin bin, hältst du das schon aus. Und jetzt komm! Was zum... Irgendwas... Kommt da. Schnauze jetzt, Kleiner. Versteck dich, schnell! Der Hauptcharakter, ne? Das ist Son Goku, ich glaube auch. Los, Bewegung! Hi, Merlin! Eure Erlösung. Eure einzige Rettung. Eure Seelen sollen gereinigt werden. Den Grundstein der kommenden Welt legen. Ein passendes Gefäß wurde vorbereitet. Und harrt eurer Ankunft. Nun, versammelt euch. Ein nobles Ende erwartet euch. Hey Katka, hallo. Hey Azrael, wie geht's? Was war das? Der Feind. Gehen wir. Wovon redest du eigentlich? Und was bist du? Hör endlich auf, dich zu wehren. Dein Körper gehört jetzt mir. Du bist sowieso schon tot, Kleiner. Wenn ich deinen Körper verlasse, bist du Trostwort. Aber das... Was soll ich bloß tun? Du hast keine Wahl, Kleiner. Gehorche! Nein, hör auf! Ich muss etwas Richtiges erledigen. Denkst du, mich interessieren deine Probleme? Wenn du deswegen rumheulen willst, such ich mir einen anderen Körper. Und dann ist es vorbei mit dir. Woher? Hier ist keiner mehr. Klugscheißer. Hör zu, ich weiß nicht, wer du bist. Aber das ist mein Körper. Und über den bestimme ich. Okay, Großmaul. Dann eben auf die harte Tour. Ja, danke fürs Followen, Midnight Gambit.
Was ist die Auflösung vom Stream so niedrig? Das ist ja seltsam. Ist die bei euch allen so niedrig? Könnt ihr mal gucken. Und dann schaue ich nach der Cutscene kurz. Ich spiele mit. Fürs Erste. Aber denk dran. Dein Leben liegt in meinen Händen. Also geh mir nicht auf die Nerven oder ich verzieh mich. Alles klar? Abmarsch! Kommandier mich nicht um! Hi Midnight Gambit, wie geht's? So, jetzt wartet mal ganz kurz. Jetzt schaue ich mal eben, was da los ist. Und ob das mir auch so ist. Mit der niedrigen Auflösung. Mach ich gleich noch ein paar, aber... Ah, was passiert hier? Perfekt. Kanal. Moment. Ein Moment. Geht gleich weiter. Ja. Angeblich die Quelle, ne? Das ist komisch. Wartet mal. Da muss ich mal schnell gucken. Ich weiß nicht, warum das so eingestellt ist. Ausgabe. Da muss ich jetzt... Ich muss den Stream jetzt kurz beenden. Und dann Earth Freedom! Dankeschön fürs Abonnieren! Super cool, super nett von dir. Oh nein, das Glas wurde gesprengt und ich hab's nicht gesehen. Leute, ich muss den Stream ganz, ganz kurz ausmachen, aber es geht sofort wieder weiter, ne? Ich schau mal, dass ich das hier umstelle. Ich weiß ehrlich gesagt nur nicht wo und wie, weil ich mich hier nicht auskenne. Streaming. Hängt das mit der Bitrate zusammen? Muss ich die erhöhen? Weiß das wer von euch? Kennt sich wer von euch da besser aus? Weil ich kann bei Streamrate irgendwie nur die Bitrate verändern. Streamst du über eine Capture Card direkt über den PC? Direkt über PC streame ich. Ich habe zwei Bildschirme, auf einem das Spiel, auf dem anderen läuft Streamlabs. Gleich eine technische Beratung hier im Chat, das ist auch nicht schlecht, machen wir es so. Streamlabs OBS 171. Das mit dem grünen Logo. Okay, Moment. Ja, schauen wir mal. Katka guckt kurz. Dann sagt er mir, was ich einstellen soll. Dann gehe ich kurz offline, stell das ein und komm wieder. Damit wir eine ordentliche, eine bessere Auflösung haben. Komisch, ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich habe seit Jahrhunderten hier nichts mehr umgestellt. Und ich weiß, dass wir früher ganz normale HD-Streams hatten. Deswegen wundert mich das. Aber vielleicht hat irgendein Update mal irgendwas zurückgesetzt oder was weiß ich, keine Ahnung. Ach, so ist das eben. Okay, die Einstellungen sind auch nicht da, wenn du live bist. Aber Updates killen das gerne mal. Okay, dann gehe ich jetzt kurz offline. Ne? Ich bin aber sofort wieder da. Ich stelle das schnell um. Irgendwie werde ich schon finden. So kompliziert ist das ja auch wieder nicht. Und dann geht's gleich weiter. Wenige Minuten hoffentlich. Bis gleich.